Ja, hi, ich bin der Günther und ich stelle euch heute drei Cajons aus drei verschiedenen Preiskategorien vor, quasi meine Favoriten. Für 99 Euro gäbe es die Lever Socco und in der nächsten Kategorie wäre für 159 Euro die Sela K-Sela. Und als teuerstes Exemplar für 269 Euro die Pepote Fiesta. Anfangen möchte ich mit der Socco von Lever, die Socco 2.0 für 99 Euro. Also der Preis entsteht natürlich dadurch, dass sie beim Material etwas gespart haben. Der Korpus ist aus Sperrholz, Buchensperrholz. Das Schlagbrett ist aus russischer Birke. Und man kann bei dieser Socco, obwohl die so günstig ist, auch die Snare-Ansprache geteilt rechts wie links modulieren, verändern. Die Snare-Ansprache entsteht durch vier Gitarrenseiten, die da drin verbaut sind. Und mit diesen Rädchen kann man die Spannung verändern und dadurch die Sensibilität einfach verändern, was für diese Preisklasse eigentlich sehr, sehr untypisch und unüblich ist. Bevor jetzt viele von euch denken, dass diese Cajon in China gebaut wird, weil sie so günstig ist, nein, dem ist nicht so. Sie wird in Spanien handgebaut, handangefertigt und sie klingt so. So, dann wären wir bei der Casela in der mittleren Preisklasse für 159 Euro von Sela. Das Instrument ist made in Germany, komplett aus Birke Corpus, Ahorn Wedges und einem Zebrano Furnier als Finish. Das hier ist die Snare-Konstruktion, die sich da drin befindet. Die kann man einfach rausnehmen. Und mit diesem Schaumstoff kann man die Snare-Ansprache verändern. Sehr, sehr einfache, aber funktionierende Konstruktion. Jetzt haben wir etwas Spezielleres hier und zwar die Pepote Fiesta. Sie unterscheidet sich allein schon dadurch, dass Ebenholz als Schlagbrett verwendet wurde und der Korpus ist aus Birke. Das Besondere daran ist auch, dass die Snare-Spiralen, die da drin verarbeitet worden sind, im Hause Pepote selber gedreht werden und sie ist halt typisch für ihre sehr, sehr sensible Ansprache. Das heißt, man braucht den Finger nur drauflegen und dann kommt schon ein Sound. Und natürlich kann man auch bei der Pepote die Snare-Ansprache verändern. Und zwar die acht Snare-Spiralen, die da drin sind, kann man anhand dieser einen Schraube einfach spannen oder lockern und so die Snare-Ansprache verändern. Es ist eine traditionsreiche Firma oder Manufaktur eher gesagt, die wirklich hochwertige und qualitativ gute Cajons herstellt. Und die Pepote klingt so. Das waren jetzt meine drei Favoriten aus verschiedenen Preiskategorien. Jede klingt natürlich anders und jeder hat einen anderen Geschmack und man kann eine Cajon wirklich nur dann für sich kaufen, wenn man sie auch gespielt hat vorher. Deshalb kommt vorbei und testet die Cajons. Wir haben zig Cajons im Testraum stehen und wenn ihr Fragen habt, ich stehe natürlich auch bereit. Und für andere Infos könnt ihr auf unserer Webseite noch nachschauen, www.musicstore.de. Vielen Dank.